So, ich wollte euch jetzt noch unseren Einkauf zeigen. Wir waren ja, wie gesagt, in dem Hundeladen und haben eine riesen Tüte. Hier steht sogar drauf, Doxmopolitan in Domburg. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ganz, ganz toller Laden, ganz süß gemacht. Viele schöne Produkte und da haben wir uns jetzt ein bisschen was geholt. Der Louis hat gerade schon neben mir Sitz gemacht. In der Hoffnung, was abstauben. Als erstes haben wir ein kleines Mitbringsel bekommen. Ein kleines Geschenk. Mal gucken, was da drin ist. Oh. Nicht schön aufgemacht. Ja. Mm. Sieht aus wie Hähnchenhaut. Ja. Riecht nach Fleisch, keine Ahnung. Den muss man ein bisschen mehr. Okay. Ja. Lässt er sich schon mal schmecken. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Dann haben wir uns wieder meine Lieblingskakatypen, wenn es sowas überhaupt gibt, geholt. Das sind diese hier. Die haben wir eigentlich immer. Und die waren jetzt wieder leer. Dann dachte ich mir, nehme ich die gleich mit. Die sind ja, abbaubar. Da hat sie uns sogar noch eine Rolle extra mitgegeben. Total lieb. Freuen wir uns sehr. Das ist nichts zum Essen, Schatz. Dann haben wir hier, ja, endlich, oh, endlich echt, mal so einen Napf mitgenommen, den man eben falten kann, so ein Faltnapf, und dadurch auch eben mitnehmen kann in so einer relativ Größen, in der Größe L, was ich ganz toll finde, gerade für Wasser, wenn man mal unterwegs ist. Aber auch für Futter. Wir sind doch öfters mal auch mal am Wochenende weg oder mal länger unterwegs und da ist so ein Napf natürlich super. Hatte ich bisher nur einen und den habe ich leider verloren, deswegen wollte ich mir wieder einen holen. Und der hier ist sogar von der Marke Bico. Die mag ich ja total gerne. Die machen Hundespielzeug oder Hundematerialien wie aus Naturmaterialien, also einfach Spielzeug aus Naturmaterialien. Die machen aber auch, wie gesagt, solche Produkte. Ist aber genau frei von Silikon oder ähnlichen anderen Sachen, die schlecht für den Hund sein können oder für die Umwelt. Deswegen mag ich diese Marke auch sehr, sehr gerne und deswegen haben wir den mitgenommen in der Farbe Grün. Ein Hundeshampoo. Ich habe nämlich unser Hundeshampoo vergessen und der Louis riecht jetzt schon nach Fisch von dem Meer. Und ich habe mir vorgenommen, ihn auf jeden Fall noch im Urlaub zu baden. Es ist auch überall Sand in seinem Gesicht. Also wenn ihr den näher sehen könntet, der sieht aus. Genau, da habe ich dieses hier genommen. Ist so ein Sensitiv-Shampoo mit Aloe Vera. Ich nehme immer, ja, ich nehme sehr oft Sensitiv-Shampoos, weil ich das Gefühl habe, dass der Louis doch eher eine trockene Haut hat und eher zu Schuppen neigen würde, wenn ich das Futter umstelle oder, ja, ihn mit dem falschen Shampoo waschen würde. Deswegen nehme ich immer ein Sensitive oder ein Welpen-Shampoo, damit es schonender für ihn ist. Dann haben wir noch mehr zum Essen. Und zwar habe ich hier einmal von Escape Pure, keine Ahnung, Ziege mitgenommen. Und so kleine Leckerlis. Genau. Das sind so kleine Leckerlis, einfach pures Ziegenfleisch getrocknet. Und das gleiche habe ich auch noch in Rind. Das sind so Rinderchips mit Heilerde für die Darmflora und reines Fleisch, kalt gepresst und luftgetrocknet. In einem Buchholzrauch. Wow. Fancy Zeug. Genau. Sieht aber auch ganz lecker aus. Also gerade für irgendwie unser Training oder ähnliches draußen, finde ich sowas immer ganz toll. Eine Rinderkopfhaut noch mitgenommen. Das wird der Louis auf jeden Fall noch die Tage kriegen zum Kauen. Ich habe nämlich nur Rinderschulter dabei und ich finde die ist relativ schnell weg. Also die Kauder, die Chips weg sind die. Und deswegen wollte ich noch eine Rinderkopfhaut mitnehmen, damit er ein bisschen noch ein längeres Kauvergnügen hat. Oh Gott, ich kann heute nicht mehr reden. Und dann, finde ich ja mega cool, wir haben ja Louis sein Kuscheltier vergessen. Also er hat eigentlich jetzt nur, nein, warte kurz, warte.
Erdnuss, ein Ball dabei. Das ist für den Hund natürlich nicht schlimm, aber ich fand es ganz süß, mal ein Kuscheltier mitzubringen, was so ein bisschen mit dem Thema hier zu tun hat in Holland. Und deswegen haben wir den hier noch mitgenommen, einen Rettungsring. Den finde ich total schön, hat auch eine sehr angenehme Struktur. Er soll angeblich auch schwimmen, saugt sich halt danach leider voll, aber ich finde es echt eine super süße Idee, ist sogar von Hunter. Genau. Ja, ja, bitteschön. Aber warte mal, ist noch ein Etikett dran? Naja. Jetzt nicht mehr. Bitteschön. Henny, ist okay. Ja, das war unser Einkauf in Doxmopolitan. Ein wirklich schöner Laden, wie gesagt. Wir haben da auch dieses liebe Frauchen von der Lotta kennengelernt und eben auch die Lotta, ganz liebe Hündin und natürlich auch ein liebes Frauchen. Das war echt ein schöner Ausflug. Auch, wie heißt auch Domburg ist wirklich zu empfehlen. Es ist ein ganz süßes, naja, keine Stadt, ein ganz süßer Ort, ganz süßer kleiner Ort. Da war auch gerade Markt heute. Also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und ich räume jetzt hier die Sachen weg und dann gibt es auch schon Abendessen für Louis. Wir haben ja schon wieder kurz vor 6. Wir haben vor, heute noch einkaufen zu gehen. Und weil wir heute Abend uns was Leckeres zu essen machen wollen und dann wahrscheinlich eher den Abend zu Hause ausklingen lassen. Da wir jetzt doch, ich glaube, 6 Stunden unterwegs waren heute am Strand und eben in Domburg. Und jetzt mal ein bisschen ja, runterfahren wollten am Abend. Vielleicht setze ich mich noch auf die Terrasse. Das ist momentan mein Lieblingsort hier. Mich auf die Terrasse zu setzen, ein Hörbuch zu hören oder ein Buch zu lesen und mich mit der Decke da einzukuscheln mit einem Tee. Macht mir gerade ganz viel Spaß. Vielleicht mache ich das auch noch.